Suchst du den Willen Gottes? Johannes 7,17. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wir geben uns vermutlich nicht immer und in allen Umständen dem Ehrgeiz und dem Willen hin, Gottes Willen konkret zu erfahren und zu erkennen und herauszubekommen. William MacDonald hat einmal gesagt, was oft zwischen uns und einem wirklichen Erkennen der Gedanken Gottes steht, ist unser Mangel an echter Sehnsucht danach. Ist das überhaupt möglich, immer Gottes Willen zu erkennen? Vielleicht müssen wir manchmal auch im Dunkeln tappen und trotzdem Gott vertrauen. Ansonsten haben wir die richtigen Werkzeuge erhalten, um uns mit Gottes Gedanken zu beschäftigen und daraus dann die richtigen Schlüsse für mein eigenes Leben zu ziehen. Als da wären das Gebet und die Bibel. Lesen wir einmal die biblische Verheißung in Matthäus Kapitel 6, Verse 31 bis 33. Da steht: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ist es nicht allzu oft so, dass wir uns eben doch meist zuerst nach Essen, Trinken, Kleidung und unserem Wohlergehen ausstrecken, bevor wir überhaupt imstande sind, geistliche Nahrung zu uns zu nehmen? Oft ist es doch so, dass wir zuerst einen bestimmten Grad an Befriedigung, Zufriedenheit, Sicherheit, Sorglosigkeit, Geborgenheit, Entspannung und Versorgung anstreben und suchen, bevor wir uns mit der Sehnsucht nach Gottes Willen überhaupt beschäftigen. Da ist oft im Alltag kein Platz für Sehnsucht. Wir sind oft zu sehr damit beschäftigt, unsere Güter zu verwalten oder einzufangen. Dem König David, einem Mann nach dem Herzen Gottes, war es stets ein Herzensanliegen, Gott zu suchen und ihn sogar auf seine Verheißungen hinzuweisen. Er sagte: Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Psalm 27, Verse 7 und 8. Wenn wir uns wirklich nach Führung, Wegweisung, Korrektur und Gottes Willen ausstrecken und Antworten suchen, wird Gott sich nach seiner Verheißung auch finden lassen und zu uns sprechen. Manchmal geschieht das auch durch Umstände oder manchen Hinweis, den wir, woher auch immer, erhalten. Oder eben auch konkret durch sein Wort in der Bibel. Die Frage ist nur, ob wir Gottes Willen und Führung wirklich suchen und aufmerksam sind oder nur unsere eigenen Stimmen hören oder hören wollen und nicht wirklich auch die stillen Momente im Alltag suchen, um zu beten. In der Hektik und Unruhe des Alltags fällt es sicherlich auch schwer, sich diese Augenblicke bewusst zu suchen, wo man mit Gott reden kann. Aber wir sollten das anstreben und suchen. Der Prophet Jeremia schreibt in Kapitel 19, Verse 12 bis 14: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Vielleicht haben wir diese Sehnsucht, Gott zu finden, nicht, wenn es uns zu gut geht. Vielleicht geben wir uns zu schnell mit einem weniger geistvollen Leben zufrieden, solange wir unsere Schäfchen im Trockenen haben. Bestimmt wollen wir das so nicht wirklich, und ein von neuem geborener gläubiger Mensch sehnt sich auch nach mehr Verbindlichkeit und Nähe zu Gott. Aber unser Fleisch ist oft unwillig, obwohl der Geist sich nach mehr sehnt. Unsere Reaktion darauf sollte sein, zu wachen und zu beten.
Markus 14,38. Also nicht zu warten, bis das Fleisch mal unaufmerksam ist oder weniger fordernd, sondern konkret darum beten, dass der Heilige Geist uns hilft, alles zu überwinden, auch uns selbst, was der wegweisenden Gemeinschaft mit Gott im Wege steht. Wenn wir immer nur warten, bis es uns einigermaßen gut geht und nichts Störendes mehr vorhanden ist, was uns von einem geistlichen Leben abhalten könnte, dann warten wir unter Umständen lange. Es ist unsere tägliche Entscheidung, im Kleinen wie Großen, welchem Impuls ich nachgebe. Und oft sind es nur kleine Momente, die mich nach links oder nach rechts lenken. Es geht nicht stets um lebensentscheidende, heilsnotwendige Dinge, aber immer um mein praktisches Leben und mein geistliches Wachstum und Verständnis. Durch Unwissenheit, Trägheit, Desinteresse, Fahrlässigkeit, vielleicht Faulheit, Müßiggang und so weiter mache ich mir meinen Alltag in geistlicher Sicht nicht leichter, sondern schwerer. Und das hat dann auch auf alles andere seinen Einfluss. Wie gut tut ein Wort zur rechten Zeit. Wie schön ist es, wenn ich aus Gottes Wort etwas ganz Persönliches finden und erkennen darf. Wie ermutigend ist es, Gottes Reden und Wirken im eigenen Leben wahrzunehmen und Gebete erhört zu bekommen. Wie wichtig ist es, gerade jetzt, gute Lehre zu erkennen und von Lüge unterscheiden zu können. David schreibt in Psalm 119, Verse 10 bis 18. Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr. Lehre mich deine Gebote, ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast. Ich schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das sollte und darf auch unser Gebet sein. Das Wort Gottes hat die Eigenschaft, Menschen zu verändern und entsprechend Gläubige im Herrn innerlich stark zu machen und sich selbst und anderen Freude zu bereiten. Es schenkt Sicherheit und demnach auch Standhaftigkeit, wenn Stürme kommen oder die Umstände einen bedrängen und verunsichern wollen. In 1. Thessalonicher Kapitel 1, Verse 4 bis 7 schreibt der Apostel Paulus: Wir wissen ja, geliebte Brüder, von Gott geliebt, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und nach solchen guten Erfahrungen sollten wir Ausschau halten und uns auch danach sehnen. Auch gerade wenn wir Bedrängnis haben, dann tut ein Wort aus der Bibel, ein Gebet, unendlich gut. Was wir hören, sollen wir entsprechend tun. Lukas 8, 21. Und worum wir bitten, nach Gottes Willen, das wird er uns auch geben. Johannes 14, 13. Gelobt und gepriesen sei der Name unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Gott segne euch.